Hallo und willkommen zurück zu Meridian 157 im dritten Kapitel. So, wir schauen uns hier um. Ein Behälter mit Feuerzeugbenzin. Das finde ich gut. Dann können wir das gleich mal laden. Wunderbar. Es ist eine Blaupause von, wer weiß eigentlich, ja, weiß ich nicht. Wer das weiß, Lehrbücher über Computer und Signalverarbeitung. Nicht gerade meine Vorstellung von Unterhaltungsliteratur, nicht? Es gibt bestimmt Menschen, die das toll finden. Ja, weiß ich nicht. Nehme ich die mit? Ich nehme die mal mit. Vielleicht können wir die ja noch gebrauchen. Was ist das? Seltsam, so ein Muster auf einem Server Rack zu haben. Ja, okay. Nehme ich auch mal mit. Whatever. Okay, und hier haben wir einen Computer. E-Mail. Neue Befehle von oben. Ist das nicht toll? Von General Miller. Datum 19.08.1987. Befehl. Neue Befehle von oben. Betreff, Entschuldigung. Wir haben neue Befehle erhalten, die bestätigen, dass die Priorität darauf liegen sollten, das Artefakt zur Waffe zu gestalten und nicht auf der Nutzung als Energiequelle. Wir haben für morgen um 9 Uhr eine Konferenz in der Aula angesetzt. Informieren Sie alle Abteilungsleiter, dass die Teilnahmepflicht ist. Wir werden uns darauf konzentrieren, welche Schritte in Anbetracht dieser neuen Richtung unternommen werden müssen und die Umverteilung von Ressourcen und oder Personal auf andere Projekte besprechen, falls nötig. Warte. Achso, das war schon. General Terence Miller. Ja. Seltsames Verhalten von William D. an Desmond H. 12. April 97 betrifft seltsames Verhalten, ja. Ist Ihnen in letzter Zeit an Alan etwas Seltsames aufgefallen? Ich habe ihn dabei erwischt, wie er mehrmals minutenlang von der Aussichtsplattform aus auf das Artefakt starrte, fast wie in Trance. Er reagierte auf nichts, was ich sagte, und ich musste ihn körperlich schütteln, um ihn aus seiner Trance zu reißen. Glauben Sie, das Artefakt beeinflusst ihn auf die gleiche Weise wie Keith? Warte. Und dann ist hier auch eine Antwort. Ich dachte, ich wäre der Einzige, dem das auffällt. Jedes Mal, wenn wir uns zum Essen hinsetzen, ist es, als ob er in seinen eigenen Gedanken versunken wäre. Ich höre ihn sogar zu sich selbst flüstern. Einmal hörte ich ihn über etwas Wichtiges, das er tun muss, reden. Als ich versuchte, ihn danach zu fragen, schaute er mich mit großen Augen an, bevor er eine Entschuldigung murmelte und schnell wegging. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist, aber ich denke, wir sollten eine psychologische Beurteilung beantragen, wenn sich sein Verhalten weiterhin verschlechtert. Achso, das war schon. Okay. Diagnose. Netzwerkstatus offline. Serverzustand gut. Letzter Serverausfall. 29.04.97. Okay. Ja. Aber natürlich. Keine Verbindung zum Fernschließnetzwerk möglich. Mhm. Was denn auch sonst? Hier war jetzt sonst, glaube ich, nichts, ne? Was haben wir hier? Diese Server sehen uralt aus. Ich bin überrascht, dass sie noch funktionieren. Oh. Die Netzwerkkarte ist defekt. Ich werde sie entsorgen. Okay. Ja. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo wir hier weiterkommen. So viel zum Serverraum. Ich hatte jetzt auch eine kleine Aufnahmepause. So, ja, das war ja unser Dingsbums-Rezept da. Das hatten wir auch. Was war hier? Ich muss etwas finden, um das Gas mit dem Brenner zu verbinden. Hallo?
wir auch schon dran. Was hatten wir denn jetzt hier? Okay, da habe ich ehrlich gesagt gerade keine Idee zu. Hier war die Waage. Ah, habe einen großen Kolben aufgehoben. Das ist ja schön. Können wir den da hinstellen? Super. Jetzt brauche ich nur noch etwas, was ich da reinfüllen kann. Nee, lass mal da stehen. Ist schon in Ordnung. Ich glaube, ich muss mich nochmal umgucken. Hier ist zu. Das ist so ferne verriegelt worden. Hat das was damit zu tun? Weiß nicht genau. Es schaut fast so aus. Also wegen diesen ganzen roten Strichen, die ja eigentlich auf dem Taschenrechner nicht so wirklich Sinn ergeben. Der Raum ähnelt ein Lagerhaus. Ach, das ist auch immer so, wenn du eine Aufnahmepause hattest, muss man sich erstmal wieder neu orientieren. Also ich habe das zumindest manchmal, je nachdem, wie lang die Pause war. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Eine andere Idee habe ich nämlich gerade nicht. Aber wie denn? Eins. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Oder muss ich? Also hier zum Beispiel, das ist quasi Schritt 1 und dass ich dann so die Umrandung nachstellen soll. Hier 2, 3, ich weiß nicht, die 4. Moment. Die ersten drei haben wir und die vier. Welche Zahl soll ich da nehmen? Oder soll ich gar keine Zahl nehmen? Ich weiß es nicht. Die neun. Ich finde für die vier nichts Passendes. Haben wir hier bei der 6 nur diesen einen Strich oben. Ich weiß es nicht, die 3. Die 7 und die 8. Ich glaube, das ist nicht richtig. Warte. nochmal die 1 war die 8. 2. Habe ich die 2, glaube ich, genommen, ne? 3. Ist die 4. Die 4. Machen wir das mal. Ach so, oder das Minus vielleicht. Keine Ahnung. Ich werde es ja gleich sehen. Sieben, vier, null, neun. Oder ist es jetzt auch nicht richtig? Wie er nichts dazu sagt. Sieben, vier, null, neun. Das könnte vielleicht ein Code sein. Wir haben ja noch den Schrank, der verschlossen ist.
hier. 7, 4. Oh Gott, ich hoffe, ich habe mir das jetzt gemerkt. Ich habe es jetzt weggemacht. Danke. Eine Menge Kisten mit rostigen Nägeln, alten, vertrockneten Farbdosen. Toll. Wofür brauchten wir da noch einen Schraubenzieher? Warte mal, vorne. Ich weiß gar nicht, war das diese Richtung? Vorne beim Auto, glaube ich, ne? Für irgendwas brauchten wir aber noch einen Schraubenzieher. Irgendwas hatten wir noch, irgendeine Szene. Nee, hier nicht. Hier ist er verbarrikadiert. Hier ist nur Müll. Aber vielleicht können wir die Tür aufbrechen. Ein paar Saugnäpfe, das ist ja süß. Aha. Aha. Ja. Ich glaube nicht, dass ich dafür schon das Richtige habe. Weiß ich nicht. Was haben wir noch? Ein alter Beamer-Raum. Komfort hatte bei der Gestaltung dieses Bereiches offensichtlich keine hohe Priorität. Ja. Oh, das ist gut, denke ich. Glaube ich. Das kommt mir bekannt vor. Ich nehme das mal mit. Ist das ein Bild von meinem Boot? Aha. Kann man sich kaum vorstellen, dass diese Einrichtung eins voller Menschen war, ja. Warum liegt denn hier ein Bild von seinem Boot? Mal so nebenbei. Ich frag mich ja, warum er immer noch hier ist, ne? Ganz im Ernst. Das ist nicht lustig. So, warte mal, was hatte ich denn jetzt? Ach so, ja, ich wollte zum Serverraum, ne? Der war, glaube ich, hier nicht. Steck da mal rein. Danke. Und was jetzt? Achso, kann ich hier vielleicht, habe ich jetzt eine Verbindung? Tür-ID eingeben. 9413. Nee, entsperren. Gesperrt ist er schon. Ist das diese Tür? Ah. Will ich das? Ich habe wohl keine große Wahl. Imbusschlüssel. Das ist toll. Die Luke ist zu. Aber wir haben ja unseren tollen Schraubenzieher. Ist mein Schraubenzieher jetzt weg? Echt? Ich dachte, ich bräuchte den noch woanders. Oh. Hier gibt es eine Lasershow. Rot haben wir schon mal. Und jetzt brauchen wir noch den blauen. Und was nun? Die Spiegel sind bereits justiert. Okay. Wofür habe ich das jetzt gemacht? Hierfür wahrscheinlich. Ich muss hier noch ein paar Objektivträger platzieren. Ja, okay. Probe 2. Nee, warte.
Okay. Probe 1 und 2. Diese Kiste verbindet den... Achso, ja. Das haben wir jetzt ja schon herausgefunden. Ah! Da sind ja noch mehr. Okay. Ich hoffe, ich verwechsel die jetzt nicht. Aber ich glaube, es müssten die hinteren sein. Das ist die vierte Probe. Und dann haben wir die dritte. Ja. Die sehen aus wie die Bilder, die wir in dem einen Labor gefunden haben. Aber nun gut, ich schaue mich erstmal weiter um. Eine Menge technischer Geräte. Leider sieht das meiste davon entweder defekt oder unpraktisch aus. Ah ja, okay. Willst du nicht? Ah. Ein Schlauch. Oh. Ja. Wir hatten diese Blaupause. So. Was? Den habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Und hier. So, ne? Hier, hier. Und der. Okay. Fotografiere das mal. Das könnte zu diesem gelben Kasten passen. Mit diesem blauen Pünktchen da. Vermute ich jetzt mal. Der war, glaube ich, auch. Warte. Der war, glaube ich, auch hier. Ich würde aber ganz gerne mal eben versuchen, ob ich den Schlauch jetzt hier anbringen kann. Kann ich das jetzt anmachen? Nein. Okay. Dann eben nicht. Hier, das hier meine ich. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Hier die 5. Der andere da drunter. Ist der dann hier hin? Der nächste so daneben. 1, 2, 3, 4 von dem aus. Oh. Offen. Ich muss mal eben gucken. Ethanol brauchten wir, glaube ich, hierfür, ne? Ethanol, Glucose, also Zucker und Oxidationsmittel. Wir haben, glaube ich, sowohl Ethanol als auch Zucker. Ja, sehr schön. Das aber immer noch nicht anmachen, ne? Nein. Ist einfach so, muss ich akzeptieren. So. Ja, und was jetzt? Jetzt habe ich das gemacht. Was hatten wir denn noch? Diese komischen Proben? Keine Ahnung, was ich damit anstellen soll.
Ich hatte meine Kamera geleert und damit auch das Foto hier, da hatte ich schon mal ein Bild von gemacht. Ich mache das jetzt nochmal, weil ich nicht weiß, ob ich das eventuell gebrauchen kann. Ich vermute es fast. Und hier war nur diese komische Waage, ne? Aber was soll ich mit der Waage anfangen? Was ist das Serverraum? Was ist denn? Ah, meine Nase juckt. Ach, hier, genau. Hier war noch was verschlossen. Aha. Okay, ich ahne was. So. Es sind genau 4 Proben. Jetzt müssen wir mal gucken. Das ist Probe 1. Das ist Probe 2. Also blau ist 1, rosa. Also 1, 2, 3, 4. Was natürlich nicht so einfach geht. Ach, ich kann das Ding drehen. Okay. Ey. Das müsste doch passen. Ist das nicht beschriftet, aber zweifellos sehr gefährlich. Stimmt. Was ist das? Huch. Was ist das? Vanadium was? Oxid? Irgendwie so? Ich habe keine Ahnung. Ja, gefährliche Chemikalien sind in den Regalen verteilt. Am besten bleibe ich nicht länger hier drinnen. Ja, ist gut. Damit kann ich leben. Gehört das da nicht rein? Habe ich jetzt... Nee, das gehört da nicht rein. Liste möglicher Katalysatoren. Ach so, okay. Toll. Und was nun? Die Dinger hier haben sich eigentlich erledigt. Kann ich die nicht irgendwo ablegen? Wahrscheinlich nicht, ne? Dann haben wir noch diese Saugnäpfe, die Batterie, na gut, das Feuerzeug, das muss warten, das ist so. Und dieses komische, oder soll das hier rein? Ich weiß es nicht. Dann schleppe ich es halt mit mir rum. Auch in Ordnung. So, jetzt haben wir das ja hier soweit alles gelöst, ne? Was haben wir denn noch? Der Schrank ist durch. Das ist auch schon wieder zu, warum auch immer. Da fehlt uns was. Hatten wir hier noch was? Das haben wir gelöst. Ja, das gehörte ja zum Rätsel. Nee, ich glaube, hier ist nichts weiter. Es sei denn, ich habe was übersehen. Ja, ja, ich weiß. Eine Menge technisches Zeug und so. Hier war auch nichts weiter. Die haben wir noch. Ich weiß nicht, gehen die damit? Yay. Ach du Heilige, was ist das denn? Boah, ich verliere auch gerade schon wieder die Zeit aus den Augen. Aber weißt du was, das machen wir jetzt noch. Was ist das über... Achso, okay. Das ist die andere Zutat. Ich glaube, die musste man abwiegen, ne?
Wichtig, es müssen genau 200 Gramm zugegeben werden, sonst schlägt die Reaktion fehl. Ei, ei. Ja, das war ja klar. Ach, echt jetzt? Keine Ahnung. Dankeschön. Und die stopfe ich da jetzt einfach so rein, ja? Ich habe zumindest noch keinen Mörser bis jetzt gesehen. Nein, ich darf es immer noch nicht reinmachen. Aber jetzt müsste es angehen. Dankeschön. Das ist ja toll. Ich glaube, wir können das hier reinstellen, oder? Und dann? Ah. Mülleimer brauchen wir anscheinend nicht. Säure. Wir haben Säure. Das finde ich supi. Muss ich nur noch herausfinden, wofür ich diese Säure eigentlich habe. Hier ist auch nichts mehr drin, ne? So, warte mal. In dem Raum waren wir durch. Hier waren wir auch durch. Hier müssten wir eigentlich auch soweit durch sein. Für das Schloss. Für das Schloss. Okay, okay. Ja, hier schauen wir uns aber erst im nächsten Part um. Ich danke fürs Zusehen. Tschüss.